Ehrengäste. Was schreist du? Spring! Kinder, bildet eine Gasse. Ich bin beleibter, als es aussieht. Haben wir Schweizer anwesend? Es kotzt mich an. Noch schlimmer sind nur, haben wir Österreicher anwesend? Aufstehen. Also, komm mal her. Mit Österreichern haben wir ja ganz beschissene Erfahrungen Horris, in diesem Land gemacht. Da ist noch einer. Ja, ich weiß, du musst mich unterbrechen. Dich will ich gar nicht haben. Wo kommst du her? Bleib hier. Was? Tirol. Aus Tirol. Und wie bist du hier mit dem Auto oder was? Ja. Na, jetzt nimmst du mal ein Beispiel an dem. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad setz ich wieder in den Parkhausabbau ab. Wie viele Kilometer? 750. 750 Kilometer! Ihr losen Leiber, das ist Paul, der ist noch nicht verheiratet! Der hat Kraft und Ausdauer! Wo genau kommst du her aus Österreich? Vorarlberg. Vorarlberg. Und musst du dahin wieder zurück oder wenn du hier heiratest, kannst du dann gleich hier bleiben? Ja, das kommt ganz drauf an. Mal alle Bewerberinnen die linke Hand gehoben. Oh, es sieht nicht gut aus. Da hinten. Nee, das war ein Kerl, das gilt nicht. Was ist los hier? Der Paul ist geil. Da meldet sich eine. Hier, also gut, jetzt wärst du alles. Kamasutra und... Ja, die hässliche mit den roten Haaren, die da sitzt, die Werber. Also das kannst du nachher klar machen, das Weib. Hau ab. Die Gemeinde jubelt, das ist Paul aus Österreich und Vorarlberg. Also, das ist eine Granate, oder? Und gerade erfahre ich, dass sich Bruder Rectus den Paul als gutes Beispiel nehmen wird und die nächsten Termine zum MPS auch mit dem Fahrrad fahren wird. Mein Opa, wenn der richtig sickig auf mich war, wenn ich richtig Scheiße gebaut habe, Fensterscheiben eingeschmissen oder irgend sowas, dann hat er als Schimpfwort zu mir gesagt, du Radfahrer. Echt wahr, das stimmt wirklich. Das ist bei uns in Hessen da zwischen Vogelsberg und Spessart, da gilt das als Schimpfwort. Ich bin also so derart früh geprägt, dass ihr mich sicherlich nie auf einem Fahrrad sehen werdet. Mit auf einem Einrad. Das ist dasselbe Prinzip und außerdem verändert das vielleicht mein hübsches Gesicht noch mehr. Auf gar keinen Fall. Aber Rectus, ein Lastenfahrrad, sehr ja, gute Art. Idee, Sabrina. Du könntest dir auch von dem Veranstalter, der hat nämlich ein Spezial-Schwergewichtsfahrrad, das leitet dir bestimmt. Ja, aber genau. Rectus, das Prinzip des Fahrradfahrens sollte dir eigentlich als Geistlicher sehr vertraut sein. Ach, wieso das? Oben buckeln, unten treten. So, Markt, Hans und Herrlager Umzug hast du angesagt? Hab ich angesagt. Sehr brav von dir. Dann haben wir ja fast alles. Warte, ruhig, ruhig, ruhig. Düm, düm. Wir haben einen heiligen Moment. Wir sind schon soweit. Es geht um die Ritter. Einen riesigen Jubel für den Tross der Bärenbeine! Hier ist bei mir, wir flippen aus! Musik! Und nicht schon wieder dieses österreichische. Gibt es diesen uralten Brauch? Ihr sauft für 20 Goldtaler entweder an den Kutschen der Bärenbeine oder ganz in der Nähe hier ums Eck in Minden im Hauptlager. Dann bekommt ihr, nee, für 25 Goldtaler haben wir gesagt, ne? Dann bekommt ihr einen Sammeltaler. Der hat keinerlei Wert, außer dass man ihn sammeln kann. Und wenn man 50 dieser Taler gesammelt hat, dann hat man, Jorge, mein Ehrwürdiger, wenn man 50 dieser Sammeltaler gesammelt hat, wie viel Kohle hat man dann versoffen? 1250 Euro. Wir haben einige, denen ist dies gelungen. Und wem das gelingt, wer die 50 beisammen hat, der wird zum Ritter geschlagen von heiliger Hand. Aufgenommen in die Tafelrunde der Bärenbeine. Er bekommt sein eigenes Schwert und... Sein Name wird eingelassen in die Ahnentafel derer der Bärenbeine. Wir beginnen mit dem Ersten. Wer mag es sein? Wer ist es?
Das Geräusch kennst du wohl, oder? Meister, wie heißt er? Kim. Kim, wo kommst du her? Aus Goslar. Goslar! Sehr gut. Verheiratet oder nicht? Bald. Bald? Ihr seid verlobt, Kim? Ja. Selbst schuld. Kim, aufs Knie mit euch. Kraft meines mir, von mir selbst verliehenen Amtes, schlag ich dich zum Ritter der Tafelrunde, der Bärenweine. Erhebt euch in den Adelsstand. Wie lautet euer Titul? Ach du Scheiße. Toni Tribus vom Bärental. Die Gemeinde jubelt. Das ist ja mein Name. Was ist denn Tribus? Was bedeutet Tribus? Hat das irgendeine Bedeutung? Blitzschlag. Blitzschlag. Wahrscheinlich, weil er in die Zukunft sehen kann und weiß, dass er irgendwann beim Scheißen vom Blitz erschlagen wird. Wer ist der oder die Nächste? Das Nächste. Himmelarsch und Wolkenbruch. Wie heißt ihr? Joachim. Joachim, wo kommst du her? Aus Hannover. Aus Hannover, das sieht man. Das sieht man deutlich. Das ist diese Ähnlichkeit. Achim! Weil in diesem Dorf noch niemals frisches Blut hineinkam, sehen die alle so aus wie der Hans und der. Und die würde ich gerne mal gekreuzt sehen. Jetzt wird's ekelhaft, schafft die Kinder weg. Joachim, was ist deine Berufung? Was machst du beruflich? Ich bin bei der Stadt Wolfsburg beschäftigt. Das spricht nicht für Wolfsburg. Lass mich raten, im Ordnungsamt. Nein, Abwasser. Abwasser, das trifft's. Das trifft's ganz gut. Und aus dem Abwasser von Wolfsburg wird er kommen, zu vernichten Hannover. Sag einmal, ich hab da, bist du dafür da, die Ratten in der Kanalisation zu erschrecken? Nein, ich guck mir das nur an. Sehr gut, du guckst dir das nur an. Joachim, ob du willst oder nicht, runter aufs Knie, du wirst zum Ritter geschlagen. Orks, was? Orks knien nicht. Weil sie nicht Ork runterkommen. Ork, mir hinterhergelaufen, Gasse bilden. Ich werde bei diesem Ritterschlag über euch stehen, du Kackbratze. Bleib unten, du Arschkrampe. Kraft meines mir, von mir selbst verliehenen Amtes, schlag ich dich, ob ich will oder nicht. Zum Ritter der Tafelrunde der Bärenweide! Der ist aber auch hässlich. Ork, wie wird dein Titul sein? Nochmal sagen. Das zweite Mal hat sich ganz anders angehört wie das erste Mal. Sein Name wird sein Dralduk, Bewacher der Gemeinschaft Avalons. Ich habe keine Ahnung, wovon der labert. Der ist Hannoveraner, die sprechen das beste Deutsch. Probleme. Der kriegt kein Schwert, der nimmt die Axt. Wer ist der Nächste? Oh, endlich mal was Vernünftiges. Mein Kind, wie heißt ihr? Nicole. Ein bisschen Gott. Sie hat Scheiße zu mir gesagt, aber wirklich. Nicole, wo kommst du her? Basinghausen. Gar nicht weit. Ja. Nicole, bist verheiratet, deswegen säufst du viel, oder? Ja, klar. Schade, Nicole, das ist eine sehr bedauerliche Nachricht für mich. Ist dein Kerl hier? Ja. Wo? Oh, Scheiße. Da würde ich aber auch saufen, jetzt mal ehrlich. Unter uns gesagt. Bist du bereit für deinen Ritterschlag? Was machst du beruflich? Ich arbeite auf dem Friedhof der Landeshauptstadt. Habt ihr das gehört? Auf dem Friedhof der Landeshauptstadt Hannover. Kannst du so Sachen auch beschleunigen? Ja, wir haben das Krematorium gleich nebenan. Das ist nicht schlimm, wenn der noch ein bisschen zuckt oder so, wenn ich euch einbringe.
Ja, das machen wir nachher was aus. Rektus, Knie. Rektus, eins noch. Nur Hannoveraner sind immer so größenwahnsinnig, wenn sie von der Stadt reden, immer Landeshauptstadt vorzusagen. Habe ich von keiner anderen Landeshauptstadt hier gesagt. Ich komme aus der Landeshauptstadt Hannover. Ist ja auch Landeshauptstadt. Runter aufs Knie, Weib. Hübscher Scheitel. Kraft meines mir von mir selbst verliehenen Amtes. Schlag ich euch, zu was eigentlich? Zur Schildmaid der Tafel der Bärenleine. Erhebt euch in den Adelsstand. Tragt euer Schwert und welchen Titul? Nike vom Deisterwalde, das ist mal vernünftig. Ab mit dir in die Ordnung. Und hier kommt der Scheitelmacher, nach vorne getreten. Wie heißt ihr, Meister? Blick ins Volk. Oliver Cromwell, gab's mal einen. Was habt ihr mit dem gemeinsam? Gar nichts. Nicht wirklich. Ja. Nicht wirklich. Und ihr kommt wahrscheinlich dann auch aus der Landeshauptstadt Hannover. Nein, aus Basinghausen. Aus der Landeshauptstadt Basinghausen? Lübeck. Gut. Was macht ihr beruflich? Ich arbeite auf Spielplätzen. Wer noch? Er baut diese Geräte auf, die dann nicht so ganz sicher sind und führt ihr die Arbeit... Oh, ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Echt, auf Spielplätzen. Was machst du da? Hand in Hand, ne? Komm. Oliver, wie lange seid ihr schon verheiratet? Soll man keinen Mann fragen, ne? Bei was? Wie lange ihr schon verheiratet seid? Ich wusste es. Das war ein bisschen gemein, aber das macht nichts. Bereit für deinen Ritterschlag? Ja, sicher. Und aufs Knie. Oliver, ich schlag euch hiermit zum Ritter der Tafelrunde der Bärenbeine. Erhebt euch in den Adelsstand! Nehmt eure Waffe. Ja, bei dem Weib braucht er eine Axt, ist klar. Wie lautet euer Titul, mein Sohn? Olli vom Deisterwald. Das war geistreich, die Gemeinde jubelt, Abmarsch in die Ordnung. Ihr habt euch doch heimlich abgesprochen, oder? Nee. Das hier? Nach vorne treten. Wie alt bist du? 26. Ich auch. Du bist wirklich schon 26? Ja. Du hast dich verdammt gut gehalten dafür, dass du anscheinend säust wie 10 Löcher. Wie heißt du? Karen. Karen. Die Karen des Mittelalters. Bist du ein bisschen charakterlich instabil? Bist du so eine Karen oder eher nicht? Ich glaube nicht. Ansonsten würde ich, glaube ich, instabil. Da hat sie recht. Und damit belobigt sie uns alle die Gemeindejugend. Was machst du beruflich? Ich bin Schreinerin. Ehrbar Handwerk! Schreinerin? Wo? In Iserlohn. Iserlohn, das gibt's noch? Ja, anscheinend. Karen aus Iserlohn. Und ihr habt's ganz alleine versoffen, kommt der Spatus Einzelheiten. Kommt ihr auf ein Knie und dann wieder hoch? In eurem Alter soll's gelingen. Oh, ihr macht das sehr elegant. Karen, Kraft meines mir, von mir selbst verliehenen Amtes, schlag ich euch, ich nehme an, zur Schildmaid. Zur Schildmaid der Tafelrunde der Bärenbeinritter. Erhebt euch! Was eigentlich mit der Musik? Hat ihr die Hände am Sack dahin oder was? Da ist das Knie bedecken, die Musik kommt nicht mehr, du dusselige Nuss. Das Knie ist bedecken. Achso, es war bedeckt, dann weiß ich auch nicht, wo es an ist. Wie lautet euer Titul? Nochmal sagen. Nicht jetzt, verdammter Mann, ich höre nichts! Mit dem Titel Lady Karen von Ottershand. Denn der Name ist Programm, stets nass und kalt. Ui. Nehmt eure Waffe. Mein Gott, ist das ein Riesending. Tut euch nicht weh damit. Gott
mit euch. Kann jemand mal dem Musikanten sagen, dass wir gerade ein Gespräch führen und das unpassend ist? Ich kümmere mich mal drum. Daniel, aufstehen! Habt ihr das Knacken gehört hier? Haltet euch von der Bühne fern, ich sag's euch, das ist lebensgefährlich. Mein gutes, hübsches Kind, wie werdet ihr mit Namen genannt? Lara. Lara. Das ist Lara. Lara, wo kommst du her? Minden. Aus Minden. Ja, da ist ja angeblich die ganze Bevölkerung Saufdienst verpflichtet, nicht wahr? Lara, seid ihr verheiratet? Nein. Warum denn nicht? Das weiß ich auch. Kannst du nicht kochen oder stinken deine Füße? Ey. Ist dein Kerl hier? Ja. Was ist los mit dem? Spinnt der? Ja, warum fragst du nicht, Ochse? Das kommt doch. Ja, Schatz, ich hab grad Migräne. Lass uns nächstes Jahr heiraten. Alter. Die anderen sehen auch, wie hübsch die ist, du Depp. Ja, nee, ich nehm nichts mehr an heute. Was? Aus Minden? Lara, was machst du beruflich? Ich bin bei der Bezirksregierung Detmold. Ach, leck mich am Arsch. Aus der Landeshauptstadt Detmold. Das wären sie gerne. Auf ein Knie mit dir, Lara. Kraft meines Mir. Von mir selbst jetzt die Musik wäre schön. Der telefoniert. Schlage ich dich, gute Lara, die verschmäht wird von ihrem Kerl, der sie schmoren lässt, zur Schildmeid der Tafelrunde der Bären, mein Bitter. Erhebt euch, empfangt euer Schwert aus Ritters Hand. Wie wird euer Titul lauten? Die unfällbare Linde vom Deich, Lara! Herzlich willkommen in der Lauf der Runde, ihr Lieben! Ihr Chore führt sie zur nächsten Taverne, gebt ihnen was zu saufen. Ich danke euch, Meister. Nun denn, jetzt ist eigentlich alles ganz schön. Insbesondere nachdem es gestern Nacht geregnet hat, könnte ein wundervoller, superschöner Tag beginnen. Nur leider kommt es meist.